Hinblick auf Botschaften, die die Seele uns schickt über den Körper. Wenn du mich schon länger verfolgst, wie sich das anhört, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du ja, dass ich das öfter auch gerne schon mal dieses Sprichwort von mir gebe: Geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören und wird Zeit für dich haben. Das heißt mit anderen Worten, ich bin der Meinung, dass wenn wir eine Disharmonie haben, ein Krankheitssymptom, ganz gleich was es ist, dass das missachtete Botschaften von der Seele, von unserem Herzen sind, die zunächst mal in Form von Gefühlen mit uns kommuniziert. Und da wir in unserer Kultur hier ja nicht gelernt haben, diese Gefühle wahrzunehmen, unserem Herzen zu folgen, sondern im Gegenteil ein Leistungsbewusstsein entwickelt haben, kein Selbstbewusstsein in dem Sinne, ein Selbstbewusstsein, bedingungslos seinem Herzen zu folgen und das zu machen, was die Seele sich eigentlich mal vorgenommen hat hier, und das zu verwirklichen, also Selbstverwirklichung. Und das ist etwas, was mich die letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat. Ich habe da auch ganz viel mit meinem Mann drüber gesprochen, denn Anfang des Jahres habe ich mitbekommen, dass eine Frau, die mit eine große Inspiration für mich war, im Hinblick auf Start ins Online-Business, ich habe sie im Internet kennengelernt, als sie ja auch so in den Anfängen war. Es war so die Zeit, wo ich auch so mich mit beschäftigt hatte, mein Business umzustellen auf online und so. Und so ist diese Frau mir begegnet und Anfang des Jahres habe ich mitbekommen, dass sie Krebs hat. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil das nicht zu dem gepasst hat, was ich so von mir gebe oder was so meine Auffassung bislang war. Wenn ich das mache, was mein Herz möchte, was meine Seele wirklich möchte, dann hat die Seele keinen Grund mehr, mir Botschaften zu schicken, sprich, dass ich Krankheitssymptome habe und sei es eben Krebs. Und es hat mich deshalb auch so ein bisschen berührt und beschäftigt, weil, als ich die Entscheidung getroffen habe vor, ist jetzt gar nicht, das ist 3 Jahre her oder 2 Jahre her, erst ist egal, mich nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden, meine Kündigung zu schreiben. Dieser Entschluss kam ja auch nicht von heute auf morgen, sondern ich bin ja da auch eine Weile mit schwanger gegangen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich jetzt nicht endgültig eine Entscheidung treffe, nur noch die Dinge zu machen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und ich hatte vorher ja auch schon viele Krankheitssymptome, Disharmonien. Aber dann wird es diesmal ernster. Ich hatte einfach irgendwie so eine innere Stimme in mir, dann kommt der Krebs. Ich bin zwar nach wie vor der Auffassung, es ist alles heilbar, auch von der Diagnose Krebs kann ich mich heilen, aber mit dieser Diagnose wollte ich mich persönlich nicht auseinandersetzen und das war mit letzten Endes der Entschluss zu sagen, okay, ich kündige und danke, liebe Seele, auf diese Botschaft möchte ich gerne verzichten. Und deshalb hat mich diese Philosophie so ein bisschen beschäftigt, warum jemand Krebs bekommt, der für mein Dafürhalten wirklich genau das macht, was sein Herz möchte, und das da irgendwie zu dieser Aussage nicht gepasst hat. Deshalb hat mich das so betroffen gemacht. Und diese Frau ist vor einigen Stunden wohl ja, aus ihrem Körper gegangen, verstorben. Für mich gibt es kein Sterben in dem Sinne. Man verlässt letzten Endes seinen Körper. Es geht ja auf eine gewisse Art und Weise immer weiter. Und ich habe heute Morgen ihre Botschaft gehört, die ihr Mann verschickt hat. Und das hat mir die Antwort darauf gegeben, auf das, was mich so beschäftigt hat. Weil ich habe sinnigerweise die Woche auch noch mit einer Frau gesprochen, die Tumorpatientin auch ist, die einen Gehirntumor hat. Und es ist ganz klar in unserem Gespräch bei rausgekommen, dass sie diesen Tumor hat, weil sie eben bislang in ihrem Leben viele Dinge gemacht hat, die nicht wirklich ihrem Herzen und ihrer Seele entsprochen haben. Und ich habe sie, also das kam jetzt nicht nur als Impuls von mir, sondern sie hat gesagt, das ist mir ganz klar, dass ich deshalb diesen Gehirntumor habe. Und ich habe sie dann gefragt, willst du daran was ändern?
Und da kam kein klares Ja, aber auch kein klares Nein. Und als wir da näher hingeschaut haben, hat sie mir auch gesagt, sie ist gar nicht sicher, ob sie überhaupt hier weiter bleiben möchte in ihrem Körper oder ob sie lieber gehen möchte, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist zu gehen. Und in dem Moment kann ich ja auch natürlich nicht helfen, wenn sie, sobald sie die Entscheidung trifft. Sie will jetzt absolut ihren Seelenplan entdecken, ihrem Herzen folgen und in der Richtung eine Entscheidung getroffen hat, darüber haben wir auch ganz offen gesprochen, dann kann ich ihr helfen, dann kann ich ihr das Navigationssystem zeigen, wie sie aus dem jetzigen Lebensthema rauskommt und dorthin kommt, sich ihr Traumleben so kreiert, wie sie es wirklich von Herzen möchte. Da haben wir auch drüber gesprochen. Aber bei ihr ist es einfach so, dass sie noch gar nicht so sicher ist, will sie jetzt gehen? Also sie hat auch gesagt, sie weiß nicht, ob sie die nächsten 3 Jahre noch hier bleibt oder will sie daran etwas verändern. Und die Frau, die mich da so berührt hat, also nicht diese Frau, von der ich gerade gesprochen habe, sondern die Frau, die da ja heute Morgen sich dazu entschieden hat, ihren Körper zu verlassen. Als ich die Botschaft gehört habe von ihr, da ist mir klar geworden, wo der Unterschied liegt. Denn sie hat gesagt, sie hat den Krebs nicht bekommen, nicht weil sie Dinge gemacht hat, die nicht ihr entsprochen haben. Sie ist nicht krank geworden, weil sie Dinge die letzten Jahre gemacht hat, die nicht ihr selbst entsprochen haben, sondern sie hat den Krebs bekommen, weil er ihr dabei geholfen hat, jetzt sich zu verabschieden, weil sie einfach das Gefühl hat, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu gehen, zu neuen Ufern aufzubrechen, so wie sie das formuliert hat. Und das passt dann wieder auch zu dem, was mich so beschäftigt hat, was ich insgeheim so als Antwort in mir getragen habe, aber wo ich trotzdem irgendwo unsicher war. Die Seele, die schickt uns Botschaften über den Körper, wenn wir nicht vorher die Botschaften hören. Hallo, liebe Jackie, schön, dass du dabei bist. Ja, genau, von Dari spreche ich. Die Seele schickt uns Botschaften, wenn wir vorher viele Gefühle missachtet haben, wenn sie vorher schon uns über Gefühle zeigen wollte, du machst nicht das, was deinem Herzen entspricht, du machst nicht das, was deinem Seelenplan entspricht, ändere was, du bist auf dem Holzweg unterwegs, dann entstehen Disharmonien im Körper. Und dann liegt es an mir selbst zu entscheiden, und das bestätigt mir dann auch nochmal die Frau, mit der ich die Woche in der Durchbruchssession war, weil sie gar nicht sicher ist, will sie wirklich weiterleben oder will sie sich von ihrem Tumor verabschieden und jetzt absolut ihrem Herzen folgen, dass wir dann immer selbst die Wahl haben zu treffen, bleibe ich, ist jetzt der Zeitpunkt da, etwas in meinem Leben zu verändern und meinem Herzen zu folgen, dahingehend, dass ich noch Spuren hier hinterlassen möchte, dass ich noch etwas hier Großartiges entstehen lassen möchte mit meiner Einzigartigkeit? Oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich sage, okay, mein Körper schickt mir jetzt diese Disharmonie und ich entscheide mich dafür, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu gehen. Ich denke mal, viele entscheiden sich auch nicht bewusst dafür, sondern bekommen einfach die Diagnose, zum Beispiel Krebs oder Tumor, und ohne drüber nachzudenken, setzen sie sich einem System aus, das sich mit diesen Fragen gar nicht beschäftigt erst. Also ich will da nicht näher drauf eingehen, du weißt, was ich damit meine, und es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Jeder hat selbst letzten Endes aber die Wahl. Und ich weiß, dass auch hier in der Gruppe einige sind, die sich gerade mit Disharmonien und Krankheitssymptomen beschäftigen. Deshalb frag dich selbst und mach dir bitte bewusst, du hast die Wahl. Du kannst dieses Krankheitssymptom, diese Disharmonie, ich nenne das lieber gerne Disharmonie, als Botschaft deiner Seele sehen, jetzt etwas in deinem Leben noch zu ändern und dich auf deinen Herzensweg zu begeben, die Dinge zu tun, warum du wirklich hier bist, deine Seelenaufgabe anzuerkennen, denn genau das hat
Daria gemacht. Sie hinterlässt was ganz Großartiges, was da entstanden ist und auch, wenn sie ihren Körper jetzt verlassen hat, weiter hier in ihrem Sinne wohl auch geführt wird, ohne dass sie jetzt in ihrem Körper noch ist. Oder du hast die Wahl zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ich gehe, ich verlasse meinen Körper. Ich glaube, letzten Endes geht es immer darum, egal, unabhängig vom Alter, ob ich jetzt 38 bin, ob ich 58 bin oder ob ich 78 bin. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens, zurückzublicken, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, gleich in welchem Alter das ist, zu sagen, ich habe gelebt, ich habe so gelebt, wie es mir und meinem Herzen entsprochen hat. Ich habe hier Spuren hinterlassen, ich habe einen Beitrag geleistet für eine bessere Welt, für eine schönere Welt, für erwachte Menschen oder keine Ahnung, für den Umweltschutz oder was auch immer. Das ist unabhängig vom Alter. Und bei mir war es einfach so, dass ich mir gesagt habe, als bei mir die Entscheidung anstand, sorry, meine Kamera schaltet sich immer um, als bei mir so diese Entscheidung anstand und ich so gefühlt habe, wenn ich nicht jetzt endlich die Kurve kriege und absolut nur noch das mache, was mir selbst entspricht, was meinem Herzen entspricht, selbstbestimmt lebe und mich dort auf dieser schönen Welt aufhalte, wo es mir gerade gefällt, ortsunabhängig unterwegs sein und wenn es mir hier in Deutschland zu kalt ist, dass ich einfach sagen kann, hey Schatz, komm, jetzt verschwinden wir mal in wärmere Gefilde und die Familie fragen kann, hey, wer will mit? Und so ein freies Leben führen und andere Menschen in der Richtung auch inspirieren und ihnen auch helfen, auf ihren Seelenweg zu kommen und eine Entscheidung zu treffen, sich für ihr Herz zu entscheiden. Und da war bei mir einfach so der Impuls da, ich darf jetzt die Entscheidung treffen, mich wirklich auf diesen Weg zu begeben, nur noch die Dinge zu machen, die meinem Herzen entsprechen. Und da kann ich auf diese dunkelrote Karte in Form einer Diagnose Krebs zum Beispiel verzichten. Das war mein Weg. Und das hat mir heute Morgen so die Klarheit gebracht, dass wir selbst einfach in der Richtung entscheiden können. Und das ist so mein Impuls abschließend an dich. Wenn du dich gerade mit Disharmonien beschäftigst, mach dir bewusst, es ist eine Botschaft von deiner Seele, die dir damit was zeigen möchte. Und du selbst kannst letzten Endes die Entscheidung treffen, jetzt auf deine Seele zu lauschen, deinen Seelenplan noch zu entdecken, wenn du das Gefühl hast, du hast bisher viele Dinge gemacht, die nicht so waren, wie du das eigentlich von Herzen wolltest. Du hast dich diesem Leistungsbewusstsein hingegeben, das uns allen übergestülpt wurde. Und kannst dich dafür entscheiden oder kannst dich auch dafür entscheiden, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu gehen. Also so haben wir letzten Endes immer die Wahl. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.